Herzlich willkommen, liebe Freunde der Modellbahn, zu einem weiteren Video unserer Digital für Einsteiger-Reihe. Heute wieder mal ein Frage- und Antwort-Video. Und am Ende des Videos werde ich dann auch noch erklären, was sind die Unterschiede zwischen der schwarzen und der weißen Z21, weil das ist eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Ich habe mir wieder mal einige Fragen aufgeschrieben. Einmal Fragen, die unter den Videos standen, aber auch Fragen, die auf den Infotagen oder auch auf Messen an mich herangetragen wurden. Eine Frage ist, die Z21 kann ich ja auch für das Dreileitersystem nutzen. Kann die Z21 auch MFX? Dazu kann ich leider nur sagen, nein, im Moment ist sie nicht MFX-fähig, aber vielleicht kommt es ja noch. Eine weitere Frage, die öfters kommt, kann ich mit der Zentrale auch irgendwann mal zum Beispiel ESU oder auch Lens-Decoder programmieren? Sie können damit jeden Decoder programmieren, egal welcher Hersteller. Ich kann alle Decoder auslesen, ich kann auch alle Decoder programmieren. Nur diese Komfortprogrammierfunktion, zum Beispiel über diesen Schieberegler für die Lautstärke, das geht halt nur für CMOS-Decoder. Das hat leider lizenzrechtliche Gründe. Eine Frage, hoffentlich kommen auch mal die Z21-Signale für das freie Stellwerk. Dazu kann ich nur sagen, nein, das freie Stellwerk wird nicht mehr weiterentwickelt. Es bleibt auf dem aktuellen Stand. Das aktuelle Stellwerk ist im Prinzip das schematische Stellwerk und auch neue Funktionen werden nur im schematischen Stellwerk integriert. Dazu kommt gleich die nächste Frage. Gibt es auch irgendwann mal eine Kreuzung? Die fehlt nämlich noch im Stellwerk. Ja, mit dem letzten Update wurde zum Beispiel die Kreuzung hinzugefügt und auch zum Beispiel der Belegmelder und andere Module oder Bauelemente lassen sich jetzt auch im 45-Grad-Winkel in der App drehen. Somit haben wir das Ganze nach Ihren Wünschen etwas weiter angepasst. Auch eine Frage, die immer wieder mal kommt. Brauche ich schon immer einen Booster? Ich habe eine relativ große Anlage. Aber es fahren eigentlich nur 2 bis 3 Züge. Muss ich denn mir da extra jetzt einen Booster kaufen? Wenn die Spannungsversorgung Ihnen ausreicht, brauchen Sie natürlich keinen Booster. Und dann war die weitergehende Frage im Prinzip, was mache ich denn dann, wenn dann zum Beispiel in meinem 5 Meter, 6 Meter Abstand, von der Zentrale entfernten Abstand, die Spannung etwas absinkt? Man kann in dem Fall natürlich auch 2-mal, 3-mal, 4-mal die Spannung wieder einspeisen. Das Einfachste ist im Prinzip, man nimmt eine Verteilerleiste, entweder man macht halt eine Schraubklemme oder eine Lötleiste und geht dann von dieser Lötleiste immer wieder ans Gleis, um dort die Spannung mehrfach einzuspeisen. Weil ich habe im Prinzip ja nur einen Gleisausgang, da kann ich zwar auch sagen wir, 2 bis 3 Kabel reinschrauben, aber es ist halt dann aufgrund der Baugröße auch irgendwo beengt. Deswegen am besten immer eine Verteilerleiste unter der Anlage machen. Von dieser Verteilerleiste kann ich dann zum Beispiel auch meine Weichendecoder, Signaldecoder und solche Sachen versorgen und dann einfach eine Verteilerleiste machen, beziehungsweise auch eine Ringleitung zum Beispiel. Wenn man sagt, okay, ich lege einmal meine Spannungsversorgung um die Anlage herum, ruhig einen etwas größeren Querschnitt, zum Beispiel 1,5 Quadratmillimeter nehmen und dann von dieser Ringleitung immer wieder mal ans Gleis einspeisen. Dann halt entweder mit dem Anschlussgleis oder ich kann es auch direkt ans Schienenprofil anlöten, je nach Fähigkeiten, je nach Kenntnis, je nach dem, wie man es am liebsten möchte. Dann wieder eine Frage, die auch mehrfach schon kam. Wie viele Booster kann ich denn anschließen? Kann ich denn auch noch die alten Booster verwenden? Was kann ich denn überhaupt an die Z21 anschließen? Da kann ich Ihnen nur unser Digital-Prospekt empfehlen. Das gibt es als PDF auf der Homepage oder halt auch bei eigentlich jedem Modellbahnhändler in gedruckter Form zur Verfügung. Und hier haben wir eigentlich auch die Anschlüsse der Z21 noch mal kurz erklärt und dann auch dastehen, was kann ich anschließen. In diesem Fall zum Beispiel, ich kann noch 4 von den Boostern 10765 also im alten System anschließen oder bis zu 7 Booster 10805 bzw. 806 oder 807, die aktuellen Booster der Z21-Serie. Das ist im Prinzip unser aktueller Z21-Digitalprospekt, wo alle Z21-Komponenten drin sind. Gibt es als PDF auf Download bei Rocco, bei Fleischmann oder auch direkt auf der Z21-Seite. Und hier im Prospekt habe ich halt schön dargestellt die Anschlüsse, die meine Zentrale hat. Und was kann ich halt zum Beispiel an den Boosterausgang anschließen? Wie viele Booster? Zum Beispiel 4-mal noch den alten 10765 oder halt 7-mal die aktuellen Booster. Beziehungsweise wie viele Belegmelder kann ich anschließen? Und das Ganze auch bei der schwarzen Z21 erklärt. Was kann ich halt an welchen Ausgang wie oft anschließen. Eine weitere Frage, kann ich denn jetzt dann meinen
Booster nehmen oder einen separaten Booster verwenden, um meine Weichen- und Signaldecoder mit Spannung zu versorgen. Kurz erklärt, dazu brauchen Sie keinen Booster. Wenn Sie die Weichen- und Signaldecoder, also 10836 oder 10837, separat mit der Spannung versorgen wollen, brauchen Sie keinen Booster, sondern nur ein Netzteil. Dann wird im Prinzip das Netzteil direkt an den Ausgang des Decoders angeschlossen und ich brauche dann keinen Booster. Auch eine Frage, die immer wieder kommt: Ich habe noch den Multimass-Verstärker 10761, 10764 oder vielleicht auch noch die Rogomotion 10785. Wie kann ich die jetzt auf das kabellose WLAN-Steuerung erweitern? Direkt erweitern geht nicht. Ich müsste im Prinzip dann die Zentrale durch eine Z21 austauschen. Ich könnte dann, wie schon erwähnt, meine Booster zum Beispiel auch weiterverwenden. Meine Decoder kann ich weiterverwenden. Ich müsste im Prinzip dann die alte Zentrale gegen eine Z21 austauschen. Auch dazu gleich die nächste Frage. Wenn ich meine Zentrale austausche, wenn ich zum Beispiel von unserem Verstärker auf die Z21 wechsle oder wenn ich von einer weißen auf eine schwarze Z21 wechsle, sind dann meine Daten alle weg? Nein, die Daten sind entweder in der Multimaus gespeichert oder halt in der Z21-App gespeichert. Bedeutet, Gleisanschluss umstecken vom Verstärker in die Zentrale oder von der Z21 weiß zur Z21 schwarz. Die Maus wieder angesteckt, habe alle Daten wieder da und kann dann direkt weiter steuern. Eine Frage, die ich auch unter sehr vielen Videos lese, unter den deutschen Videos steht oft drunter, bitte in Englisch. Bei den englischen Videos steht teilweise drunter, bitte in Deutsch. Einfach mal schauen, es sind eigentlich alle Videos zur Z21-Reihe sowohl in Deutsch als auch in Englisch verfügbar. Dann einfach mal bei YouTube Rocco bzw. Fleischmann in die Suche oben eingeben, auf Videos klicken und dann ist eigentlich immer das englische und das deutsche Video nebeneinander und dann das in der entsprechenden Sprache bitte auswählen. So, wenn ich halt hier oben in die Suche Rocco bzw. Fleischmann eingebe, kann ich dann unseren Account auswählen, dann auf Videos klicken und dann sehen wir schon das letzte Video einmal in Deutsch und einmal in Englisch und auch die anderen Videos sind eigentlich immer in beiden Sprachen verfügbar. Die letzte Frage jetzt in dieser Runde, was ist denn der Unterschied zwischen der schwarzen und der weißen Z21? Kann ich Ihnen so kurz theoretisch erklären, aber ich habe die Zentrale auch dabei und würde dies dann direkt mal an den Zentralen erklären. Die eine Frage ist halt, was ist denn der Unterschied zwischen der weißen und der schwarzen? Einmal, es gibt ja theoretisch zwei weiße oder es gibt praktisch zwei weiße, aber es gibt einmal die weiße mit Start und einmal die weiße ohne Start. Bei der ohne Start ist das WLAN schon dabei. Bei der Z21 mit Start muss die Netzwerkbuchse einmal freigeschalten werden und dann kann ich das WLAN genauso nutzen. Also bedeutet Z21 Start in Verbindung mit unserem WLAN-Package ergibt die Z21 in weiß ohne Start. Somit sind diese beiden Zentralen technisch gleich. Und dann gibt es die schwarze Z21. Diese ist immer schon inklusive WLAN. Da gibt es auch nichts zum Freischalten. Und dann für die Großbahn gibt es noch die Z21 XL. Diese ist von den Anschlüssen her aber identisch mit der Z21 schwarz. Der Hauptunterschied ist halt, sind halt die Anschlussmöglichkeiten der beiden Zentralen. Auf diese würde ich jetzt nochmal kurz eingehen. Die Router sind eigentlich immer identisch. Deswegen können wir die erstmal beiseite stellen. Nehmen uns erstmal die beiden weißen Zentralen. Wenn ich diese einmal umdrehe, sehen wir, die Anschlüsse sind identisch. Somit kann ich da auch erstmal eine Zentrale beiseite stellen. Wir haben es zwar schon mal kurz erklärt in unserem Video zur Z21. Ich habe dort einmal den Anschluss fürs Netzteil. Daneben zweipolige Schraubklemme mit dem Gleisausgang. Dann habe ich meinen Boosterausgang für die Stromkreiserweiterung, den Airbus für den Belegmelder und hier drüben meine LAN-Buchse für den WLAN-Router für die kabellose Steuerung. Wenn wir uns jetzt die schwarze Z21 daneben stellen, steht man, man sieht sehr gut, was der Unterschied ist. Hier habe ich wesentlich mehr Anschlussmöglichkeiten. Einmal habe ich halt wieder
mein Anschluss fürs Netzteil. Bei der schwarzen Z21 ist das große 3 Ampere Schaltnetzteil dabei, bei den weißen Z21 Zentralen immer das 2 Ampere Steckernetzteil. Also hier habe ich schon erstmal ab Haus 1 Ampere mehr Leistung, aber das große Netzteil kann ich auch bei den kleinen Zentralen nachrüsten. Daneben habe ich wieder meinen Gleisausgang, wie bei der weißen. Danach habe ich noch ein separates Programmiergleis. Bedeutet, ich kann einen Abschnitt in der Anlage zweipolig trennen. Also bedeutet, vorne und hinten zwei Isolierverbinder anschließen. Kann beim Fahrbetrieb diesen Abschnitt ganz normal mit nutzen. Und sobald ich ins Programmiermenü gehe, wird mein Hauptgleisausgang ausgeschalten, nur das Programmiergleis angeschlossen bzw. angesprochen. Und dann muss ich keine Fahrzeuge von der Anlage nehmen und kann halt direkt auf dem Programmiergleis programmieren. Dann haben wir noch den sogenannten Snifferbus. Da kann ich im Prinzip eine Altzentrale anschließen. Zum Beispiel, wenn ich noch eine Rocomotion habe oder ein altes Fleischmann Twin Center, möchte diese weiter verwenden, schließe ich den Gleisausgang von der Altzentrale an den Snifferbus an, kann dann meine alte Zentrale weiter verwenden. Die Daten werden dann durch die Z21 übers Gleis wieder weitergegeben und kann im Prinzip die Zentrale weiter verwenden. Dann habe ich auch hier wieder den Boosterausgang für den Booster, wie bei der weißen. Als nächstes kommt das Logonet. Logonet ist halt ein wesentlich leistungsstärkeres Bussystem als der Airbus. Und da kann ich halt Logonet-Geräte anschließen, zum Beispiel von der Firma Uhlenbrock. Dann haben wir auch hier wieder unseren Airbus, wie bei der weißen, für die Rückmelder. Als nächstes habe ich noch einen X-Bus-Anschluss. X-Bus ist im Prinzip ein Mausanschluss, wie ich vorne an der Zentrale zwei Stück habe. Also auch da kann ich theoretisch hinten nochmal ein X-Bus-Gerät anschließen, zum Beispiel eine weitere Multimaus. Der LAN-Anschluss wieder bei beiden gleich. Und dann habe ich noch den CAN-Bus-Anschluss. CAN-Bus ist halt auch ein wesentlich leistungsstärkeres Bussystem, gerade für die Belegmeldung. Jetzt die Frage, wann macht denn der Umstieg von der weißen auf die schwarzen Sinn? Zum Beispiel, wenn ich eine Anlage habe, die ich mit dem PC steuern möchte, bin ich halt bei dem Airbus auf maximal 160 Meldeabschnitte begrenzt. Also sprich, ich kann halt 10-mal unseren 16-fach Belegmelder anschließen, habe dann 160 Abschnitte überwacht und dann ist die Kapazität des Airbuses erschöpft. Dann könnte ich zum Beispiel auf die schwarze Z21 umsteigen, schließe mein Airbus wieder hier an, kann die Belegmelder weiterverwenden und kann dann an den CAN-Bus mit dem 10808 den CAN-Bus-Belegmelder weitermachen und da kann ich in Summe bis zu 2040 Abschnitte überwachen, also wesentlich mehr wie über den Airbus. So, den CAN-Bus kann ich dann auch nochmal erweitern bzw. verstärken. Dazu gibt es einen sogenannten CAN-Hub. Einmal habe ich dann die Möglichkeit, meine Belegmeldung sternförmig zu verkabeln. Beim Airbus, wir erinnern uns, muss ich ja alle Belegmelder nacheinander anschließen. Und hier kann ich das Ganze auch sternförmig machen. An den Boosterausgang zum Beispiel gehen maximal 7 Booster dran. An den CAN-Bus, zum Beispiel über den CAN-Hub, kann ich dann bis zu 20 Booster anschließen und auch hier 45 weitere Belegmelder. Dann bräuchte ich wieder einen CAN-Hub, wieder 45 Belegmelder. Also ist der CAN-Bus halt auch für große Anlagen problemlos geeignet. Ein weiterer Vorteil vom CAN-Bus, er ist halt Railcom-rückmeldefähig. Bedeutet, die Lokomotive kann Daten zurück an meine Zentrale senden bzw. an meinen Belegmelder. Somit kann ich mir zum Beispiel unsere Z21-App nicht nur die Belegmeldung anzeigen lassen, sondern er nimmt dann auch das Logbild aus meiner Bibliothek, zeigt mir dann die Lokomotive mit Bild und mit Logadresse im jeweiligen Abschnitt an. Soviel zum Thema Unterschiede zwischen der schwarzen und der weißen Z21. Wenn es weitere Fragen von Ihnen gibt, immer her damit. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.